Hallo und herzlich willkommen zurück bei die Sims 4, die Castaway Challenge. Und ich schlage vor, wir wecken Shaniqua gleich auf. Die hat ja sehr tapfer in der letzten Folge hier den Sandsack bearbeitet. Aber vorher, ihr Lieben, werden wir natürlich unsere neuen Objekte holen. Und zwar bekommen wir jetzt Küchenmöbel. Das heißt, wir bekommen einen Kühlschrank. Den stellen wir hier hin, würde ich sagen. Das passt doch ganz gut. Farblich natürlich angepasst, was sonst? Und wir bekommen einen Herd, einen Ofen. Ja, direkt vors Fenster, ne? Das ist natürlich wieder total super. Nee, das, nee. Das mag ich alles so nicht. Warte mal, wenn wir das mal wegholen. Ja, es wird ein bisschen enge hier jetzt, ne? Das packen wir mal erstmal hier rüber. So. Warte mal, wenn wir jetzt den Herd vielleicht hier hinstellen. Der Kühlschrank wäre ja in Ordnung da, aber der Herd ans Fenster finde ich halt ziemlich doof. Ja, so vielleicht. Gott, ist das gequetscht hier. Ich glaube, mit unseren Regalen, das ist irgendwie nicht ganz so gut. Naja, Haben wir das hier irgendwie? Nee, da drunter geht nicht mehr. Okay, dann bleibt das jetzt so. Aber ich habe überlegt, davon steht leider nichts in den Regeln. Es gibt ja diesen Feuerdingsbums. Bringt uns der denn überhaupt hier irgendwas auf der Insel? Eine Feuerwehr gibt es ja nicht. Den Alarm, den würde ich aber ganz gerne sonst nehmen. Rauchmelderalarm. Keine Ahnung, was der bringt. Brandvorbeugesystem. Also den Brandmelder würde ich jetzt mal einfach kaufen, also dazu packen, dass wir den hier drüber machen. Keine Ahnung, was der uns bringt, aber nicht, dass sie uns hier die Bude abfackelt oder wie auch immer. Ich möchte den Brandmelder auf jeden Fall haben. So, dann stimme auf, Shaniqua, mein Herz. Na, guck mal, du hast ein neues Interieur und du musst in den Busch. Ja, dann geh doch. So, wir brauchen Level 5 der Kochfähigkeit. Das Lustige daran ist, dass wir durch das Grillen schon Level 4 weit drüber haben und schon fast bei Level 5 sind. Das ist insofern interessant, weil ich der Meinung bin zu wissen, wir können hier nicht einfach kochen, ohne dass wir hier noch Küchenschränke haben, weil Janiqua dann keine Möglichkeit hat, auf einer Arbeitsfläche etwas zuzubereiten. Ich bin mir aber nicht sicher, was sie macht, wenn wir hier kochen sagen. Ja, genau. Auf der Theke steht kein Platz zur Verfügung. Genau. Das heißt, wir können hier gar nicht kochen ohne Theke. Und die Theke könnten wir kaufen, aber dazu bräuchten wir Geschicklichkeit 10. Dann erst dürfen wir ja hier Küchenmöbel noch dazu kaufen. So, aber da wir jetzt schon kurz vor 5 sind, ist es gar nicht mal so schlimm, dass wir Geschicklichkeit nicht haben. Weißt du was, Janiqua? Ich schlag mal vor, du machst mal hier bewässern, genau. Und dann alles ernten. Ja, wenigstens. Oh, warte mal, was war da? Garten pflegen. Das machen wir mal. So was? Ach so, also es ist gar nicht so schlimm. Denn wir können das Kochen auch mit dem Grillen noch schaffen. Haben wir ja die ganze Zeit gemacht. So, jetzt sehe ich gerade, jetzt steht natürlich der Spiegel, steht jetzt hier mitten auf der Insel. Mein Gott, ey. So, du Spiegel, komm mal her. Du kannst doch jetzt hier in die Ecke vielleicht. Oh, so mitten rein in den Raum. Oh, ich habe aber jetzt auch keine Lust, die Cheats zu aktivieren. Stellen wir den erstmal da so hin. So, ja, genau. Dann würde ich vorschlagen, wir versuchen das Kochen über das Grillen. Level 5 haben wir ja. Aber was Shaniqua jetzt hier natürlich kann, ist doch sicherlich, genau, schnelle Mahlzeit essen. Hähnchennuggets. Keine Mikrowelle. Och Gott, du armes Schwein. Keine Mikrowelle. Erdnussbutter-Gelee-Sandwich für Vegetarier geeignet. Erbsenchips. Sehr schön. Dann kann sie ja immerhin schon mal etwas anderes essen. Und was? Kräuterheilmittel brauen? Aha. Giftiger Holunder-Basilikum brauchen wir hier. Holunder-Glühwürmchen. Okay. Naja, haben wir nicht. Bist du da hinten schon fertig? Nee, du bist noch am Gießen, ne?
Ja, dann schlage ich doch vor, wenn du da den Garten auf Vordermann gebracht hast, gehen wir natürlich mal wieder angeln. Was auch sonst? Mit Köder natürlich, wir haben ja genug. Was hätten wir denn mal im Angebot? Hier Karotte von mir aus. Dann gehen wir nämlich noch ein bisschen angeln und dann gehen wir da ein bisschen grillen. Und dann angeln wir vielleicht ein bisschen mehr und grillen ein bisschen mehr, denn eigentlich können wir ja jetzt auch die Zutaten hier in den Kühlschrank packen. Die sollten sich doch dann länger halten. Können wir das eigentlich auch? Nee, das kann ich nicht. Was ja schade. Okay, aber das macht ja nichts. Das brauchen wir ja auch nicht in den Kühlschrank packen. Ja, so, du pflegst hier hinten den Garten. Okay. Mach das ja ordentlich. Nicht, dass es mir hier zu Klagen kommt. Ja, da wird das mal schön gedüngt oder whatever du da machst. Also manchmal habe ich irgendwie so Wörter, die ich dann dauernd mal wieder benutze. So gerne auch deutsche Wörter, aber im Moment auch englische Wörter. Zum Beispiel whatever. Keine Ahnung, ey. Was machst du jetzt gerade genau? Pfleggarten, ja. Okay. Die Käfer sind weg, das ist super. Nur, dass es unserer Müllpflanze hier hinten gut geht, das finde ich schön. Naja, und wenn wir dann Level 5 kochen haben, dann kommt schon das nächste Objekt wieder angeschwemmt. Das wird dann auch das letzte Objekt sein. Da bin ich gespannt, wie sich das darstellt. Aber ja, werden wir dann sehen. Weil mit dem nächsten Objekt brauchen wir nicht Level 5, sondern Level 10 und das könnte sich endlos ziehen. Im schlimmsten Fall. Aber werden wir natürlich ausprobieren. So, komm, Kindchen. Es ist schon gleich 3 Uhr nachmittags. Bist du denn da jetzt mal mit deinem Garten fertig? Jawohl. Janique war angelt, das ist schön. Da kannst du auch ein bisschen mal mehr rausholen. Dann werden wir nämlich jetzt gleich am Lagerfeuer grillen, was der Grill da so hergibt. Dann schauen wir mal, vielleicht schaffen wir heute schon Level 5 kochen. Ich kann es im Moment. Ja, jetzt fängt sie wieder an zu stinken. Ich kann das im Moment gar nicht einschätzen, wie schnell oder langsam das dann geht. So kann ich denn den Fisch. Ja, kann ich den denn in den Kühlschrank packen? Habe ich ihn jetzt in den Kühlschrank gepackt? Wäre möglich. Jawohl. Und ein Barsch mit 2 Kilo. Okay. Gucken mal. Dann packe ich den. Ja, ich will ja grillen letztendlich. Ich will ja grillen. Von daher lasse ich es gerade mal im Inventar. So, noch ein Fisch. Jawohl, Kind. Sehr schön. Noch ein Barsch. Alles klar. Ja, was da wohl noch alles so rumschwimmt. Eine Kuhpflanze haben wir ja inzwischen leider nicht mehr gefangen, ne? Naja, macht auch nichts. Wahrscheinlich wäre die eh nur wieder gestorben. Ich verstehe bis heute nicht, warum Mathilda eingegangen ist wie eine Primel. Wir haben uns so gut um sie gekümmert. Das habe ich tatsächlich. Habe ja nicht einmal vergessen, sie zu gießen oder was auch immer. Ein Goldfisch. Ein 3 Kilo Goldfisch. Jawohl, ey. So, den nächsten, den du da rausholst, mach, ne, dann hierher, Kind. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Ja, du kriegst nämlich auch irgendwie Hunger. Ich habe dich noch gar nicht essen lassen, du armes Schwein. Ach Gottchen. So, okay, das soll erstmal genügen. Jetzt komm mal hierher. Mach mal hier an. Ja, nun, jetzt schab da nicht im Sand. Komm hierher, mach Feuer. Wir wollen ja mal hier jetzt einen Fisch grillen. So, sehr schön hast du das gemacht. Und dann mach mal deinen Fisch. Ja, du hast Hunger. Komm, mach dir deinen Fisch. Ja, hungrig, ich war heiß. Wir hätten dir ja jetzt auch was aus dem Kühlschrank geben können, aber ist eigentlich wurscht. Ich will ja, dass du hier grillst. Wegen dem Punkt. Oder auch gerne wegen des Punktes. Aber wirklich schneller ist sie nicht geworden im Laufe der Zeit mit dem Grillen und mit dem Essen. Ja, mit dem Essen ja sowieso nicht, aber auch mit dem Grillen nicht. So, lass dir es erstmal schmecken. Und wenn du da aufgegessen hast, wirst du gleich die nächsten Fische grillen, Kind. Kann ich das schon hinten anstellen, ohne dass du das Essen. Oh! Hallo, hallo, hallo. Wo rennst du jetzt?
Janiqua, was ist denn jetzt? Oh, jetzt, ja, so habe ich mir das gedacht. Sie unterbricht das Essen. Gut, ja, schön, dass wir jetzt einen Kühlschrank übrigens haben. Warte, krieg ich das da? Das sieht irgendwie komisch aus. Ich möchte das in den Kühlschrank. Ist das im Kühlschrank? Das sieht so merkwürdig aus. Wir müssen das gleich mal überprüfen, denn wenn wir den Kühlschrank öffnen. Hast du jetzt den Fisch schon gegrillt? Das hast du doch gar nicht gemacht, ne? Feuer war schon aus, oder? Du machst mich fertig. Komm, Fisch, Fisch hier. Grill los, Kind. Grill, was das Zeug hält. Da haben wir doch noch einen. Den werden wir auch noch machen. Ja, es dauert alles ein bisschen hier, ne? Aber ohne Theke kriegen wir das nicht hin. Und ich denke auch nicht, dass hier diese Tische dafür geeignet sind. Werden das jetzt hier am Lagerfeuer irgendwie hinkriegen mit ihr. Ja, komm. So, ja, stell's wieder weg. Warum bringst du es eigentlich nicht selber in den Kühlschrank? Man weiß es nicht. Nee, nicht dahin gehen. Ich will noch mal grillen. Komm her. Noch ein Fisch. Wir lassen sie jetzt hier den Fisch zubereiten bis zum Abwinken. So, da rein. Alles klar, nächster Fisch. Ich hoffe, die Glut reicht noch hier für dich. Ich lasse dich sonst noch mal angeln, Fräulein. Es ist mir völlig egal, wenn du das jetzt nicht schaffst. Deine Werte sind ja in Ordnung. Da können wir auf jeden Fall noch was mit anfangen heute. Auch Janiqua. Hahaha, wo hast du den jetzt hingestellt? Ich habe keine Ahnung. Gut, dann gehst du noch mal angeln. Diesmal ohne Köder von mir aus. Wo hat sie denn jetzt bitte das Essen wieder hingemacht? Das macht mich wahnsinnig. Echt? Das gute Essen. Hier steht aber auch nirgendwo ein Teller. Ich sehe ebenfalls keinen. Es sei denn, sie hat ihn hier im Gebüsch versteckt oder so. So, warte mal. Dich können wir doch jetzt mal öffnen. Ah, guck mal. Da ist unsere Elritze. Aha. Und zweimal Essen. 6 Tage. Sehr schön. Okay, damit können wir doch was anfangen. Das ist super. Cool. Was hat sie? Ein Salmler. Okay. Einen Salmler. Na dann. Ja, kurz vor. Ja, 22 Uhr. Da kannst du noch mal ein bisschen was rausholen. Vielleicht noch mal 3 Fische. Einen hast du schon. Na los, komm. Hau rein, Kind. Du hast ja jetzt langsam auch keine Lust mehr hier auf der Insel, oder? Obwohl du immer glücklich bist. Boah, wieder voll der fette Diskusfisch. Sehr schön. Ja, Janique ist hier immer glücklich. Wenn sie die Challenge geschafft hat, vielleicht lasse ich sie auch einfach auf der Insel. Ja, die sieht doch hier sehr zufrieden aus. Was hast du da? Okay. Was? Ein Zukunftswürfel gefangen. What the hell? Was ist das denn? Frage stellen, nach kreativen Ideen fragen, nach Liebesleben fragen. Oh, cool. Oh, das könnten wir aber vielleicht in der nächsten Folge mal machen. Das ist ja nett. Kindchen, hast du gesehen? Du hast einen Zukunftswürfel geangelt. Cool, komm, hol noch einen Fisch raus da jetzt. Ich will noch ein bisschen gleich mal grillen hier mit dir. Ja, da hängt doch einer dran. Okay, ist nur ein kleiner, pack ein. Du sollst nicht mit dem Fisch spielen. Komm, komm hier, mach das mal an wieder hier. Jetzt hat sie den Buntbarsch voll gequatscht. Das ist ja nicht zu fassen, ey. Ja, lass dir ruhig Zeit. Wir haben es gar nicht eilig. Ist ja deine Insel. So, komm her. Grillen Fisch. Und, ach Gott, wir haben den Punkt doch. Das schaffen wir. Das schaffen wir, ihr Lieben. Aber dann würde ich vielleicht die anderen Fische trotzdem auch noch grillen. Den können wir dann in den Kühlschrank packen. Dann hat sie ein bisschen Vorrat. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Jawohl, sehr schön. Du bist die Beste. Was kannst du denn hier jetzt? Feinschmecker-Kochfähigkeit freigeschaltet und erhält beim Kochen die Stimmung kompetenter Koch. Aha. Nee, du, willst du das jetzt essen im Ernst? Hast du Hunger oder was? Eigentlich ja nicht, naja.
Dann ess mal. Oder wir unterbrechen das. Noch ein Fisch. Ich will das wegpacken. Sehr schön. Wo ist der Teller jetzt schon wieder? Wo gehst du denn jetzt hin? Fisch grillen. Ja, fragt sich nur wo. Ach so, Entschuldigung. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sie stellt den Fisch ab. Alles klärchen. Dann packe ich den da rein. Und du machst den nächsten noch. Schönes Ja, Gemacht. Kind, hast du gut gemacht. Na komm, mach schneller. Und dann will ich dich nämlich ins Bett schicken eigentlich. Dann war das heute super erfolgreich. Warte. Den, ja, musst du noch mal anmachen. Lass doch das auch nicht immer ausgehen. So. Mach den letzten Fisch noch bitte, dass der aus dem Inventar kommt. Zukunftswürfel. Geil. Machen wir. Machen wir noch. Ja, der sieht gut aus. Kommt auch gleich noch in den Kühlschrank. Ja, jetzt bist du langsam müde, ne? So, deinen Fisch jetzt. Nein, hast du noch nicht. Wenn du den jetzt fertig hast, Kindchen, dann kannst du Haya Popeya machen. Deine Hygiene ist aber so schlecht. Eventuell lasse ich dich vorher nochmal schnell duschen und auf Toilette. Auf den Toilettenbusch. Ich weiß noch nicht. Ja, nun komm. Wie lang kann das dauern? Ach, Kind, oh ja. Ja. Janiqua muss mal pushen. Geh doch da hinten selber. Mein Gott, ey, du stellst dich immer an. Ach, sie ist noch gar nicht fertig mit dem Fisch. Oh, jetzt aber. Genau, Fisch abstellen. Weißt du, dann nimm doch den Busch hier. Bestäuben. Warte mal. Ich jag dich jetzt hier quer über die. Ach, jetzt nimmt sie allen Ernst, das da hinten. Ja. Okay, dann geh halt, du schaffst das. Ich bin mir sicher. So, der kommt auch da rein. Das finde ich richtig gut. Auch wenn wir jetzt hier gar nicht mehr kochen werden, aber allein der Kühlschrank. Und morgen geben wir ihr vielleicht mal auf was anderes zu essen. Damit sie mal hier nicht echt noch einen Fischbauch bekommt. Das wäre ja irgendwie nicht so schön. So, ich würde dich tatsächlich noch einfach nur duschen lassen. Dann sind die Werte morgen nicht so schlecht. Und dann gehe ich ins Bett, ne? Na, Kind, ja. Komm da raus, guckt keiner. Jawohl, jetzt noch schnell unter die Dusche. Und dann, heia, Popeierchen. Tada. Guten Tag, Janiqua. Wir linsen mal von oben rein. Skürmetzer. Ja. Genau. Mach dich schön sauber. Vor allen Dingen unter den Armen und in der Po-Ritze. Ja, du willst ins Bett. Ist doch in Ordnung. Ja, sehr cool. Ja, das war jetzt schnell. Und dann haben wir in der nächsten Folge schon unser letztes Objekt, glaube ich, das da kommt. Und wie gesagt, da bin ich sehr gespannt, wie wir das hinkriegen oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.